Challenge Nummer eins. Weil wir haben uns überlegt, wie machen wir das? Wie können wir Symptome eben halt erfassen? Und da gibt es eben halt eine Firma in München, mit der wir auch forschungstechnisch und auch so eng zusammenarbeiten, T-Medica, die ist spezialisiert darauf, für verschiedene Erkrankungen für Patienten eben halt eine App zu entwickeln. Und das Schöne ist eben halt, das sind Apps, die Firma entwickelt, die eben halt kostenlos sind. Trotzdem kann man das eben halt selbst als Patient oder eben halt auch dann entsprechend mit den Forschungsdingen kann man dort nutzen. Und hier geht es um die Brisa. Und es geht eben halt darum, dass ich in der ersten Challenge als MS-Patient eben halt die Brisa-App installiere und dort eben halt die ersten Erfahrungen mache. Wie ist das, was für uns halt auch sehr wichtig ist, wenn ich eben halt Dinge digital erfasse? Wir werden gleich Torben von T-Medica hier auch live dabei haben, der uns das Ganze bei Brisa auch nochmal erklärt. Aber man kann eben halt schöne Sachen, man kann Wetter, man kann Wissenswertes eingeben. So kann man dann eben halt auch wichtige Informationen eben halt reinholen. Und wir haben eben halt zusätzlich in der Brisa-App, wenn man da teilnimmt, werden halt zusätzlich immer regelmäßig Challenges in der App eben halt verfügbar sein, sodass man da eben halt dann auch immer spezielle Dinge eben halt erkennen kann. Und da ist unsere Idee, wenn man dann eine Challenge macht, dass man das dann eben halt bei uns in der Homepage eintragen kann, sodass wir eben halt dann auch einen wachsenden Punktestand haben, um das eben halt mit auf den Weg zu bringen. Also hier ist das mal dargestellt. Das ist ein individueller Begleiter. Es gibt eben halt Empfehlungen. Julia Elmers hat es eben schon mal genannt, aber ich kann eben halt auch Daten sammeln. Die Daten kann ich theoretisch dann eben halt auch, aber nicht automatisch an den Arzt weitergeben. Aber es ist eben halt eine super Möglichkeit, das eben halt mit drin zu haben. Und es gibt auch ein System drin, wo man dann MS-Funktionen messen kann. Das wird im Laufe eben halt der Challenge dann eben halt möglich sein. Floodlight, die bekannte MS-App, wo ich eben halt Funktionen messen kann. Das bleibt alles bei Ihnen, ne, wenn man daran teilnimmt, und man kann eben halt da aber sehr schön dann den Verlauf eben halt sehen. Hier ist eben halt nochmal der Floodlight gezeigt, wo man eben halt unterschiedliche Funktionen messen kann. Damit ist es möglich, eben halt im Verlauf auch dann, wenn man nicht in der Arztpraxis ist, eben halt wesentliche Funktionen eben halt darzulegen. Ja, und da freut mich eben halt ganz besonders, dass wir auch wissenschaftlich dort unterwegs sind. Also ne, wir begleiten das mit T-Medica im MS-Bereich sehr. Wir haben zum Beispiel untersucht, was sind das für Patienten, die die App jetzt schon nutzen? Ne, was kann man daraus sehen? Was können wir über die Covid-Zeit lernen? Ne, was kann ich dort an Funktionen messen? Das sind auch Fragebögen, wo man zum Beispiel sowas wie Fatigue messen kann. Ja, und deshalb halten wir das eben halt für die sinnvolle erste Challenge eben halt, die Brisa-App zu installieren und mal zu verwenden. Die Daten, wie gesagt, das sind Ihre Daten, die gehen nicht automatisch zu uns, also keine Sorge. Ne? Es wird halt von der gesamten Community, werden die Daten gesammelt und anonymisiert, können wir dann solche Analysen machen, wie wir das hier getan haben. Und freue mich da ganz besonders, dass ich jetzt eben halt den Produkt-Owner, ich bin lernfähig, ne? Wie das in der digitalen Welt eben halt heißt, den Torben Masko, den ich eben halt auch jetzt im Januar persönlich im sehr schönen Münchner Hauptquartier, ist direkt neben der Google-Zentrale, ne, wo eben halt die gesamten Hightech sitzt, dass ich Torben hoffentlich, wenn die Technik uns zulässt, begrüßen darf. Und Torben, schön, dass wir T-Medica als ersten Challenge-Partner bringen können und schön, dass wir dich dabei haben und ein bisschen einführen kannst in die Welt des Brisa-Universums. Ja, freut mich sehr, dabei zu sein. Ich finde das eigentlich wirklich eine super Aktion, die ihr hier gestartet habt, und natürlich eine Riesenehre, dass wir jetzt eben als Brisa auch so im Rampenlicht stehen dürfen dort am Anfang. Und also kann das nur bestätigen, eigentlich, was jetzt eben gesagt wurde, dass man mit Brisa eben schon einige gute Möglichkeiten hat für Nutzer. Und das würde ich gerne einfach mal eben darstellen. Das heißt, ich würde erstmal, um mal die Grundidee von Brisa erklären, würde ich das anhand einer paar Perspektiven darstellen. Und dann können wir auch gerne gemeinsam einmal reinschauen.
Genau, also die Grundidee beim Brisa ist eben wirklich einen digitalen Begleiter darzustellen, der eben in verschiedenen Arten eben MS-Betroffenen helfen kann, eben eigentlich ein besseres Leben zu führen mit der Erkrankung. Und ja, ich sage mal, unser Kampfspruch ist im Grunde da so dein Rückenwind für ein selbstbestimmtes Leben mit MS. Also wir möchten eben wirklich als unterstützende App, als täglicher Begleiter da sein und das eben in verschiedenen Formen. Springen wir mal direkt rein. Was ist ganz im Zentrum von Brisa eben möglich? Und da geht es eben um eigentlich so drei verschiedene Punkte. Und das ist einerseits natürlich überhaupt erstmal das Symptombild zu erfassen. Das heißt, dort haben wir uns auch überlegt, wie können wir das möglichst auf eine einfache Art und Weise machen, sodass das auf einer täglichen Ebene erfasst werden kann. Das heißt, als Nutzer kann ich dort dann eben individuell für mich Symptome auswählen und kann die dann täglich eben erfassen auf einer einfachen Smiley-Skala und kann damit eben wirklich dann einen guten Verlauf abbilden, wie die Symptome eben bei mir gerade auftreten. Daneben ist dann auch möglich, eben den Lebensstil zu erfassen oder Umweltfaktoren, wie auch das Wetter ziehen wir auch mit rein. Und das ist auch ganz individuell gestaltbar. Ich gehe da gleich in der App nochmal ein bisschen detaillierter drauf ein. Und dann kommt im Analysebereich alles zusammen. Das heißt, hier sehen wir eigentlich insgesamt eigentlich die erste Säule eigentlich der App, eigentlich um das eben mit Symptomen und dem Lebensstil, dass der in Analyse eigentlich gegenübergestellt wird und so Betroffene einfach dann für sich selber individuell erkennen können, was tut mir gut, was tut mir weniger gut, um dann eben auch darauf reagieren zu können. Und das sind eben, wir haben es auch jetzt gerade vorher schon gehört, manchmal eben auch die ganz einfachen Sachen, dass man eben genug schlafen muss, sich genug bewegen muss, was, sage ich mal, auch jedem Menschen gut tut. Aber natürlich als MS-Betroffener muss man nochmal eine Ecke mehr da einfach auf sich Acht geben. Und das versuchen wir dort eben auch sichtbar zu machen und damit auch eben dann ja jeden zu motivieren, auch dran zu bleiben. Und das tun wir eben auch nicht nur in der App. Also da kann ich auch schon mal direkt eben auch auf Instagram zum Beispiel unseren Kanal eben auch erwähnen, dass wir dort eben auch versuchen, eben zu motivieren und eben allen Betroffenen zu helfen, am Ball zu bleiben. Das ist die erste Ebene von Brisa. Dann gehen wir direkt weiter und das ist eben die zweite Ebene, die geht ein bisschen tiefer rein. Das ist bei uns der Detail-Check und dieser findet eben jetzt nicht auf einer täglichen Ebene statt, sondern auf einer wöchentlichen Ebene, also auf eine wöchentliche Betrachtung. Hier betrachte ich eben jetzt nicht nur den aktuellen Tag, sondern hier betrachte ich eben eine ganze Woche. Und das wird eben mit Fragebögen an der Stelle gemacht, die auch jetzt, sage ich mal, nicht wir uns überlegt haben, sondern das sind eben Fragebögen, die basieren auf validierten Fragebögen und sind damit eben auch sehr aussagekräftig jetzt für Behandlungsteams, aber ermöglichen am Ende eben auch einen Langzeitverlauf abzubilden. Das heißt, so wie wir es jetzt hier sehen, also wir haben verschiedene Fragebögen, die eben je nach Symptomen, die eben aktiviert sind, eben angeboten werden, lassen sich in der Regel auch echt schnell durchführen. Das heißt, die Idee ist dort auch, dass man in wenigen Minuten eigentlich dort das erfassen kann. Und das Ziel dabei ist eben wirklich einen langfristigen Verlauf abzubilden, um auch eben zu sehen, okay, wo sind Trends? Und genau, das ist dann im Grunde die Langzeitperspektive, wo es jetzt nicht genau sage ich mal, direkte Zusammenhänge geht, sondern eigentlich nur so, okay, wie entwickelt sich die MS grundsätzlich bei mir? Die ganzen Daten, es wurde ja schon erwähnt, kann dann mit dem Behandlungsteam geteilt werden. Und das ist eigentlich mal da, wo, sag ich mal, wo dann die dritte Säule im Grunde ist, dann auch mit Brisa eigentlich die Zusammenarbeit mit dem Arzt zu verbessern. Weil wir sprechen sehr viel mit Betroffenen und wir hören immer wieder, wie schwer es ist, eigentlich auch diese Kommunikation eben zwischen dem Behandlungsteam und den Betroffenen zu gestalten, dass man wirklich auch, sag ich mal, was in der Hand hat, um eben zu zeigen, okay, so geht es mir, so beeinflussen mich gewisse Rahmenbedingungen oder die entsprechende Behandlung, dass eben ideal mit dem Behandlungsteam zusammengearbeitet werden kann. Das heißt, man kann eben, nachdem die Daten erfasst wurden in der App, auch nochmal da, nochmal auf die Bestätigung, also die Daten sind absolut anonymisiert in der Verarbeitung bei uns intern und werden auch nur aggregiert verarbeitet. Das heißt, auch nie einzelne Daten von Einzelnen, sondern es sind immer Gruppen, die zusammengeschmissen werden. Das heißt, auch alles nach den aktuellsten Datenschutzbestimmungen vollkommen safe und auch nur freiwillig. Ich komme da gleich nochmal im nächsten Screen drauf ein, weil das
zeigt eigentlich ganz gut eine weitere Säule von Brisa, und das ist eben wirklich eben Insights zu generieren. Und das heißt also Erkenntnisse, wie eben im Grunde sich im Grunde bei verschiedenen betroffenen Gruppen, bei speziellen Gruppen, also alle möglichen Erkenntnisse, die wir eben rausziehen können aus der Forschung, eben dort aufzubereiten. Und das passiert eben einerseits, so wie es eben im MS-Zentrum in Zusammenarbeit. Wir wollen aber natürlich auch eben den Nutzern etwas da direkt zurückgeben. Also nochmal hier der Hinweis, damit dass wir die Daten verarbeiten können, ist auf rein freiwilliger Ebene. Natürlich würde ich hier auch wirklich stark dafür werben, eben dort auch die Freigabe eben auch zu aktivieren in der App. Das heißt, bei der Registrierung zu bestätigen im Grunde, dass eben wir auch die Daten für die Forschung benutzen können. Damit eben wir auch damit dann so tolle Insights generieren können. Und was wir zum Beispiel auch mit diesen Insights machen, ist, dass wir sie dann auch in dem Brisa Newsletter, im Brisa Plus Newsletter dann auch an die Leute, die eben die Daten teilen, dann auch eben rausgeben, aber natürlich auch auf verschiedenen anderen Kanälen dann eben aufbereiten. Und das ist, denke ich mal, dann, sage ich mal, das zeigt eigentlich so die Ganzheitlichkeit, die wir auch eben versuchen, mit Brisa anzugehen, dass wir eigentlich jedem Betroffenen im Einzelnen helfen, eben selber für sich Erkenntnisse zu erlangen über eben die Erkrankung, dann aber eben auch die Zusammenarbeit mit dem Arzt zu verbessern und in einer ganz großen Perspektive eben wirklich auch die Forschung damit weiter voranzutreiben und eigentlich auch wirklich das Ganze auf ein nächstes Level zu bringen, weil ich persönlich denke immer, wir sind technologisch eigentlich schon so weit gerüstet und dass wir dann immer noch mit Papier hantieren müssen und dann immer noch so eingeschränkt sind und, sage ich mal, dann auch ins Therapiezentrum zu gehen, das ist natürlich alles, da müsste doch mit der heutigen Technik eigentlich viel mehr gehen und deswegen bemühen wir uns dort eben auch diese Technik entsprechend auszunutzen. Genau, und also nochmal der Hinweis, was bei uns eigentlich so das Wichtige ist, das wurde ja auch schon vorher erwähnt, eben nicht Laborsituationen abzubilden, sondern eben wirklich den Alltag. Und das ist eigentlich das, womit wir eigentlich hoffen, mit Brisa einem wirklich ganz neues Level eigentlich zu erreichen, der Datengenerierung, nicht über eben jetzt Studien in Laborsituationen, sondern eben wirklich, wir sprechen dort von Real World Evidence, das heißt eben wirklich im Alltag eben generierte Daten und die eben dann auswerten zu können. Dann, es wurde ja auch schon ganz kurz erwähnt, eben dann noch das Produkt, was wir von der Roche Pharma AG integriert haben. Und die Roche Pharma ist unser Entwicklungspartner dabei. Wir arbeiten sehr eng zusammen in der Entwicklung der gesamten Brisa-App und haben im Grunde das Floodlight-MS-Produkt, was sie selbstständig entwickeln, innerhalb von Brisa implementiert. Dabei ist wichtig zu sagen, dass eben dort auch nochmal ein spezieller Einladungscode braucht, also Brisa selber kann jeder frei einfach direkt benutzen. Um aber allerdings Floodlight freizuschalten, benötigt man einen Code von einem Arzt. Das heißt, dort eben an das Behandlungsteam bitte wenden und bei Fragen gerne auf unsere Website schauen. Dort gibt es eine Anleitung, wie im Grunde auch der Arzt an diese Codes kommt. Und dann können eben auch die kognitiven motorischen Tests dann mit Floodlight durchgeführt werden, direkt innerhalb von Brisa. Dann nutze ich nochmal 2 Minuten, um eben einmal reinzuschauen und um auch zu präsentieren, wie sieht das Ganze denn aus. Genau, also ich bin jetzt schon eingeloggt, habe mein Konto im Grunde schon eingerichtet. Das muss natürlich einmal am Anfang gemacht werden und bin dann eben im sogenannten Heute-Bereich und dort eben ist es so wie meine To-Do-Liste einfach. Und da sehe ich jetzt gerade, ich habe eben oben den Schnellcheck, den sogenannten Schnellcheck und kann dann dort, wie ich eben schon gezeigt habe, mit den Smileys sehr schnell dann ein Symptom bewerten. Also jetzt zum Beispiel das Thema Taubheit kann ich jetzt zum Beispiel sagen und sage jetzt, okay, heute war es ganz okay und dann kann ich dementsprechend Smileys geben. Man kann diverse Symptome hier eben erfassen. Das Ganze kann individuell gestaltet werden über die Auswahl der Symptome. Hier oben ist der Regler dafür, sowie in den Einstellungen selber. Auch bei der Registrierung wählt man erstmal aus, welche Symptome denn man auch erfassen möchte. Das ist ja sehr individuell und wir haben eben eine große Bandbreite an Symptomen dort abgebildet. Und je nachdem, was man dann eben tracken möchte, kann man das dort aktivieren. Man kann eben wirklich sehr schnell darüber dann hier durchgehen und entsprechend für sich dann eben die Symptome erfassen. Und ich habe ja schon gesagt, daneben im Grunde, neben den Symptomen geht es eben dann um die Aktivitäten. Deswegen springe ich mal direkt einen weiter. Über den Detail-Check rede ich gleich. Genau, das andere Thema ist dann Aktivitäten. Dort kann man eben verschiedene Aktivitäten, sage ich mal, aktivieren und dann anfangen zu tracken.
Das kann auf manueller Ebene passieren. Das heißt, ich kann jetzt sagen, okay, ich zähle meine Schritte selber, weil ich vielleicht einen Schrittzähler habe, der jetzt nicht digital ist oder der zumindest jetzt nicht direkt sich mit meinem Smartphone verbindet. Aber wir haben auch tatsächlich die Möglichkeit, eben auch automatisiert eben über zum Beispiel die Smartwatch eben auch Daten anzubinden, dass man, sage ich mal, Sachen wie Schlaf oder Schritte eben dann auch direkt einspielen kann. Das heißt, wir haben jetzt eben Symptome erfasst, wir haben Aktivitäten erfasst und wie ich schon gerade gezeigt habe, der dritte Bereich dazu ist dann, wo alles zusammenfließt und das ist der Analysebereich. Das heißt, im Analysebereich kann ich dann eben sehen, genau, Schlaf haben wir heute noch nicht erfasst, sehe ich ein Symptom im Zentrum hier und kann jetzt im Grunde bei diesem Symptom sehen, wie sind Zusammenhänge. Also zum Beispiel mit der Temperatur sehe ich im Grunde so, okay, wie ist denn jetzt heute die Temperatur und wie ist jetzt eben die Fatigue im Verlauf. Ich stelle mal auf eine monatliche Ansicht, dann sieht man da auch ein bisschen Bewegung. Und dann sieht man im Grunde so, okay, wie war meine Fatigue im Grunde zu welchen Rahmenbedingungen. Oder eben das Ganze auf Schritteebene kann ich dann eben sehen, okay, wie waren eben meine Schritte und wie waren eben jetzt meine Fatigue im Zusammenhang der Schritte. Dann, ich gehe wieder zurück in den Heute-Bereich. Das ist eigentlich immer ein guter Ort, eben um eigentlich in jeden Bereich reinzugehen. Und hier sehen wir dann eben den Detail-Check, den ich eben schon gemeint habe. Das sind eben die Fragebögen, die medizinischen Fragebögen. Da kann ich direkt eben hier reinspringen. Ich kann mir eben direkt einen aussuchen und kann dann zum Beispiel, das ist, sage ich mal, unser allgemeiner Fragebögen zur Lebensqualität und kann den dann mit einfach, ich springe jetzt mal ganz flott durch, kann dann eben mit einzelnen schnellen Antworten eben diesen auch beantworten und um dann eben den erwähnten Langzeitverlauf eben auch abzubilden. Und das sieht dann in der Ergebnisseite so aus. Und das heißt, wir sehen dann im Grunde eben wie den erwähnten Langzeitverlauf hier. Genau, ich möchte jetzt gar nicht weiter eingehen auf die weiteren Apps und empfehle jedem eigentlich, die App selber auszuprobieren und auch am besten die Challenges zu nutzen und sich daran langzuhangeln. Wir haben versucht, eben dort eben schöne Challenges aufzuzeigen, die eben ja eigentlich den jeden gut an die Hand nehmen und ja im Grunde dann in die App einführen und durchführen lassen. Und ja, probiert es unbedingt aus. Wir freuen uns vor allen Dingen auch über Feedback. Deswegen ganz, ganz wichtig, wenn es irgendwelche Fragen gibt, wenn es auch Anmerkungen, Anregungen gibt, ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir eben auch im Austausch stehen mit unseren Betroffenen. Und das heißt, bitte schreibt uns oder ruft uns sogar auch an, wenn es eben was Umfangreicheres ist. Wir sind eben auch darauf angewiesen, auf das Feedback eben von eben Betroffenen, die eben uns sagen, was funktioniert gut für sie, was funktioniert weniger gut für sie. Und genau, und das, da stehen wir gerne zur Seite. Hier auch nochmal der Link zur Webseite, wenn es irgendwelche Fragen gibt, dort werden die auch beantwortet. Wie gesagt, auch nochmal das Floodlight-Thema ist dort eben auch nochmal genau dargestellt, wie eben man zu Floodlight reinkommt. Und ansonsten, ich hatte ja schon gesagt, auf Instagram sind wir auch sehr aktiv, also auch gerne da uns aufsuchen und folgen.